Es ist gut, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir am Tag des heiligen Dominikus im Evangelium von der Kraft des Glaubens hören und von dem Tadel Jesu, dass der Glaube der Jünger so klein ist. Das gilt ja nicht nur für die Jünger damals. Es ist gut, wenn wir im Deuteronomium hören, im 6. Kapitel, dass dieses Wort, das uns gegeben ist, das wir Offenbarung nennen, das nicht nur ein geschriebenes, sondern ein lebendiges Wort, letztlich Christus ist, dass es in unserem Herzen geschrieben stehen soll, dass wir es wiederholen sollen, von ihm reden, zu Hause, auf der Straße, wenn wir uns schlafen legen und wenn wir aufstehen. Als wäre es sozusagen das Programm des Tagesheiligen. Benedikt XVI. In seinen Ansprachen hat das einmal so zusammengefasst, dass es die Devise des Dominikus war, mit Gott zu reden und von Gott zu reden. Beides. Man kann nicht von Gott reden, ohne mit ihm zu reden. Und man kann nicht nur mit ihm reden, ohne es den anderen mitzuteilen. Und es stimmt, die große Mission seines Lebens war wirklich Mission. Das Wort, also Christus, unter die Menschen zu bringen. Vor über 40 Jahren hat sich mit dem großen Oratorianer Louis Bouilhet eine sehr kritische Stimme erhoben, gerade zu diesem Thema, und ich habe nicht den Eindruck, dass das seither sich gebessert hätte, sondern im Gegenteil. Bouilhet schreibt Folgendes: Leider muss man sich fragen, ob trotz allem, was darüber gesagt und geschrieben wird, die Kirche jemals in der Vergangenheit de facto so wenig ihrem missionarischen Auftrag gerecht geworden ist wie heute. Ihre missionarische Tätigkeit wird von dem absurden Streit zwischen Integralisten und Progressisten blockiert, also wir nennen das in der Regel dann rechts und links, oder Traditionalisten und ganz Fortschrittlichen. Es ist aber nur ein Scheinkonflikt, und da wird es bleiben, bis dieser tödliche Teufelskreis endlich durchbrochen ist. Wie könnten die Integralisten, also die Traditionalisten, die der Welt den Rücken kehren, wie könnten sie missionieren wollen? Und wie können es die Progressisten, die sich zwar der Welt zuwenden, aber nicht mehr überzeugt sind, dass sie ihr etwas zu sagen haben? Wir sollten uns endlich von tröstlichen oder vielmehr anästhesierenden Illusionen freimachen. Es gibt kein Heil ohne Evangelium. Es gibt kein anonymes Christentum, keine implizite Kirche. Das alles sind Chimären, die resignierende Christen sich ausgedacht haben. Damit versuchen sie, sich vor einer dringenden Aufgabe zu drücken, die zu lösen sie sich nicht mehr zutrauen. Wenn die Welt im Sinn des Evangeliums gerettet werden soll, so muss man zuerst einmal glauben, dass sie es nötig hat.